Colombia right now. It took the plane to Cartagena on Sunday night. I took a taxi to the port early next morning and found out that our vessel didn't arrive yet. Then we decided to pick up a rental car at the airport, but the first one we got had a breakdown, battery failed, so we had to take a taxi back to the airport, pick up another car to drive north to Santa Marta. In Santa Marta we stayed two nights and had a little excursion to the park Tayrona, which was closed. Hallo, willkommen auf dem Nationalpark. Ich heiße Maurizio und heute der Nationalpark ist geschlossen. Ich bin ein Ranger von Tayrona Park. So we are now here at another beach with beautiful palms and waves in the background and getting now the message that our vessel will earliest arrive next weekend. So we have to deal with a delay of one complete week. So I only can say that's Latin America. Der südamerikanische Kontinent wurde schon vor Jahrtausenden besiedelt. Im Gebiet des heutigen Kolumbien lebten seit 200 vor Christus die Zenú. Sie hatten ein System aus höher gelegenen Ansiedlungen, hier rot, und unendlich vielen Kanälen entwickelt, um das jährliche Sommerhochwasser ohne Schäden zu überstehen. Da man damals Gold in Klumpen, groß wie Kieselsteine, in Bächen und Flüssen fand, hatten die Zenú eine ausgefeilte Goldschmiedekunst entwickelt. Auf das Gold waren natürlich auch die Spanier aus, als sie 1533 Cartagena de Indias als eine der ersten Städte im Norden Südamerikas gründeten. Die Stadt wurde natürlich häufig von Piraten, unter anderem auch von Sir Francis Drake, angegriffen und geplündert, woraufhin sich die Spanier entschlossen, Befestigungsanlagen zu bauen, zu denen auch eine Stadtmauer gehörte. Den eigentlichen Schutz der Stadt gewährleisteten die Festungen, allen voran San Felipe de Barajas, die noch im 16. Jahrhundert errichtet und bis Ende des 17. Jahrhunderts immer weiter ausgebaut wurden. Sie repräsentieren bis heute die Wehrhaftigkeit der Stadt. Die Festung San Felipe ist 40 Meter hoch, hat mehrere Verteidigungslinien, ein ausgedehntes Netz von Gängen mit Pulver- und Waffenkammern und eine eigene Wasserversorgung. 1741 mussten sogar die Briten, angerückt mit 180 Schiffen und 25.600 Mann unter Admiral Edward Vernon, die Belagerung Cartagenas abbrechen. Die Stadt galt danach lange Zeit als uneinnehmbar. Auch die Kirchen, wie hier die Kathedrale Santa Catalina, zwischen 1575 und 1585 errichtet, gleichen Wehrbauten.
Cartagena ist heute eine Millionenstadt mit einem immer noch bedeutenden Hafen. Cartagena gilt aber auch als eine der schönsten Kolonialstädte Südamerikas und hat auf jeden Fall die meisten Touristen.